Schauplatz des Geschehens, die kleine Stadt Aarhus in Dänemark. Das dänische Fernsehen unterhält hier ein komplettes eigenes Atelier nur oder doch fast nur für Ballettproduktionen. Auf dem Produktionsplan steht die Studioverfilmung von Natascha Makarovas Schwanensee mit dem English National Ballet, zu diesem Zeitpunkt noch geleitet von dem Dänen Peter Schaufuß, der auch den Siegfried tanzt. Aber dieser Mann ist der eigentliche Dreh- und Angel- und Mittelpunkt des Ganzen, sozusagen das Nervenzentrum des Organismus, der hier so geschäftig am Werk ist. Als Produzent und gleichzeitig Regisseur bei Danmax Radio ist der Deutsch-Däne Thomas Grimm der weltweit mit Abstand produktivste und erfolgreichste Fernsehmann in Sachen Ballett. Was der gebürtige Berliner selbst dazu sagt, auf Dänisch wie auf Deutsch, hört sich folgendermaßen an. Ich kann doch noch, wo mir im Theater aus dem Ballettvorstellung Ulm ja klipperten ab die Bilder aus. Ich kann praktisch nicht mehr ins Theater gehen und mir ein Ballett ansehen, ohne es innerlich gleich in Kameraeinstellungen zu zerlegen und darüber nachzudenken, wie es auf dem kleinen Bildschirm wirken würde. Ich schaue sozusagen ständig durch einen imaginären Kamerasucher. Der Bildschirm ist nämlich alles andere als ein ideales Format. Da muss man sich schon Gedanken machen, wie man darauf 24 Schwäne unterbringt. Die war jetzt gerade, die da den Vernehmelse, du sehe die Hele, die meistbände Hele zu. Du sam sehe, ich will das nicht. Aber ja, wähl ja die Bilder, ja, wähl ja, wo du es gar nicht hin. Mein Job ist es, dem Zuschauer das Gefühl zu geben, dass er alles mitkriegt. Er darf sich nicht betrogen fühlen, obwohl nicht er sich aussucht, was er sehen will, sondern ich es ja bin, der entscheidet, was er zu sehen bekommt. Und wenn ich das nicht gut genug mache, wird er frustriert sein. Er wird wohl möglich denken, ich wollte ihm irgendetwas verheimlichen. Was passiert da eigentlich da vorne? Warum kriege ich das nicht zu sehen? Es ist so ein Balanceakt. Ja, und wenn man den Zuschauer zufriedengestellt hat, dann fallen erst recht die Ballettomanen über einen her, weil man eine Großaufnahme gezeigt hat, wo sie den ganzen Körper hätten sehen wollen. Sie erwarten eine archivarische Aufzeichnung, bei der alles zu sehen ist. Aber das ist doch nicht unsere Aufgabe. Wir versuchen dem Durchschnittszuschauer ein Erlebnis zu ermöglichen. For a dancer that's used to the theater, first of all, the hours are incredibly long. Evelyn Hart, die bei dieser Produktion im letzten Augenblick als weißer und schwarzer Schwan eingesprungene Prima-Ballerina des Royal Winnipeg Ballet aus Kanada, klagt über die ungewohnt lange Arbeitszeit im Studio und das frühe Aufstehen zum täglichen Training um 8 Uhr. Vor allem aber die physische Ausdauer und die psychische Disziplin bei dem stundenlangen Wechsel von Warten, Anfangen, Aufhören, Warten, Anfangen, Aufhören, die innere Spannung und Intensität des Ausdrucks nicht zu verlieren, das, sagt Evelyn Hart, ist das Anstrengendste. Das seien sie als Tänzer vom Theater her nicht gewohnt. Okay, ready for the rehearsal? Okay. Yes, okay. Rocky, you move it.
Who is that? Sandy, that much to your left. That's a bit much. That's it. Okay, crazy, right, south, left. Right, Marguerite. Bit right. Okay. Well, who is that now? That is Irina. Irina, fraction to your right. Lovely. Danmarks Radio hat die Pläne zu auf Produzierballett. Thomas Grimm über die kaufmännische Seite seiner Position, also das, was man seine Außenhandelspolitik oder Koproduktionsphilosophie nennen könnte. Danmarks Radio hätte alleine gar nicht die Mittel, Ballett zu produzieren. Für die Honorare von Tanzstars und Bühnenbildnern brauchen wir die finanzielle Mithilfe aus dem Ausland. Wir haben oft mit der New Yorker WNIT-Reihe Dance in America zusammengearbeitet. Und wir arbeiten auch sehr viel mit britischen Firmen. Er die nur drei oder vier Liefrastaaten, wo wir Dela umfängen. Ne? Und die kommen also allesamt hier hin. Früher haben wir immer nur mit einem Partner co-produziert. Heute geht die Tendenz dahin, dass sich drei oder vier Partner gleich zu Beginn eines Projektes zusammenfinden und die Kosten teilen. Aarhus ist einer der wenigen Orte auf der Welt, an denen noch Ballettprogramme entstehen. Und wir haben Erfolg. Und es ist auch sehr wichtig für Danmarks Radio in einem internationalen Zusammenhang präsent zu sein. Welche anderen Programme können wir denen schon exportieren? Außerdem zahlt es sich finanziell aus. Nicht nur für Danmarks Radio, sondern auch für die Leute draußen auf dem Lande. Wenn wir 50 Cent von Übersee einfliegen, dann verdienen auch Hotels, Restaurants und so weiter. Für eine kleine Stadt wie Aarhus kann da eine Menge Geld hängen bleiben. Wir haben halt Restanzer hier, die vor die Eder auch Hotel bezahlt. Also da wie enorm mal Penge hängen in Aarhus. Absätze 4, Absätze 4, Elling. Abonkör? Ja, Gott, ich vermerke den Verkehr, klar. Dann kommen wir nur in der Du kannst nur. Tak for tavle. Hvad med tidskoden? Tidskoden er også forkert. Nu se. Jamen, lad os bare køre videre. Jamen, den er langt forkert. Vi er forbi det stykke, vi skal bruge. Vi kan ikke køre det stykke. Det er omtænding, ikke? Jeg prøver lige igen. Vi sletter lige. Lad os lige prøve igen. Og lige se røg, der er rigeligt med røg, ja. Jo. Vi er klar her. Vent bare, vi er her. Ja. Det her er start. Kom med Terry. Røg. Ja, okay. Og bonde kører. Bonde kører. Tak for tavle. 10 sekunder til effektiv. Vanerne virvler omkring ham. Han starter nu med damesiden. Og snordrej 4 gange rundt. Første spring. Anden gang. Tredje gang. Fjerde gang. Han tager en mere. Og ned på knæ, og hun kommer ind. Fra damesiden, de mødes. Han løfter hende højt højre arme. Du mal Interferenz gehen, ne, Tina? Jo, det er ret meget. Ja, fordi nu har vi... Jeg ved ikke, hvorfor det sker. Jeg har altså også været på de andre optagelser. Ja, ikke så meget. Ja, det er slip nu.
Außer im Studio. Ja, ja, ja. Nur liegen sie aus der Eichnur, da kommen wir hier unter Wand, alle Weile hängen. Hvad skal kameramændene kunne? Ich werde gefragt, wie gut meine Kameraleute sein müssen. Und dazu kann ich nur sagen, der Job verlangt Unglaubliches. Balletttänzer stehen niemals still. Also hat der Kameramann oft nur Bruchteile von Sekunden, um sein Bild einzurichten. Und das ständig. Er muss ständig ein hohes Risiko eingehen, weil nur ein paar Millimeter mehr oder weniger absolut ausschlaggebend sein können, was die Wirkung auf dem Bildschirm betrifft. Wenn der Kameramann zu ängstlich ist für dieses hohe Risiko, dann fotografiert er seine Tänzer stets mit viel Luft drumherum. Dann ist die Gefahr nicht so groß, dass er mit dem Bildrand unvermittelt einen Arm oder ein Bein oder einen Finger abschneidet. Aber das sieht dann auch dementsprechend langweilig aus. Denn der Tänzer und sein Charakter verliert dabei hinter dieser Glasscheibe sofort an Präsenz und berührt den Zuschauer nicht mehr. Aber hier in Aarhus, behaupte ich, haben wir zwei der besten Kameraleute der Welt für Ballett. Ja, ich glaube, ich will posto, ja, in jedem Fall hier in Aarhus mit Live auf Null werden das beste Kameraleute. Die gemeinten Kameraleute werden gefragt, wie es sich mit Thomas Grimm arbeitet, antworten aber erst einmal eher zögerlich. Sehr professionell heißt es zunächst etwas schlagwortartig. Er weiß, was er will, er ist bestens vorbereitet. Schließlich die Frage, ist er denn sehr anspruchsvoll? Und dann die nun doch etwas differenziertere Antwort, er sei äußerst anspruchsvoll, aber er verlange auch sehr viel von sich selbst, das motiviere einen. Man hat mehr Spaß an der Arbeit, wird hinzugefügt. Enormen Spaß, bestätigen die Kollegen, ganz bestimmt. Aber manchmal hat er eben auch Haare auf den Zähnen. Was ist das Schwierigste, fragt die Autorin. Darüber besteht Einhelligkeit. Das Schwierigste sind die Großaufnahmen und die Einstellungen ganze Figur, weil man die Arme und Beine immer im Bild behalten muss. Und wenn Sie, gemeint sind die Tänzer, auf einen zulaufen oder einen Sprung tanzen, dann ist es schon ganz schön schwierig, sie im Bild zu behalten. Auf die Frage, wie man dies denn schaffe, heißt es lapidar, mit dem Zoom. Und mit der Schärfe natürlich, ergänzt der Kollege, man justiert die Kamera ständig nach. Man muss mit allem sehr schnell sein, wenn man diesen raschen Bewegungen folgen will. Aber auch wieder nicht zu schnell, sonst fängt man an zu rucken. Was es zusätzlich aufregend macht, so bestätigen die Kameraleute, ist die Tatsache, dass diese Programme ins Ausland gehen. Sehr viel mehr als das, was sie sonst drehen. Diese Ballette werden in der ganzen Welt verkauft und es freut sie zu wissen, dass die eigene Arbeit überall gesehen wird. Sie hätten jetzt schon 16 oder 17 verschiedene Kompanien hier gehabt. Neulich haben sie ausgerechnet, dass sie schon 36 Ballette gemacht haben. Ob es denn eine befriedigende Arbeit für einen Kameramann sei, fragt die Autorin zum Schluss. Und die Antwort lautet, es ist ein exzellentes Training. Es ist aufregend und schön. Ja. Yeah? The bottom of the beam is being cut off by the little map that you have. Really? Yeah.
Which, the hole or the circle? The masking... Can you see? You can't really see it with this. A bit more smoke. A bit more. There we are. I think. Up the tree. Up the tree. Yeah. I can take everything away. Yeah. I'm saying that to get the light to the camera, it has to go straight to them and straight back. Yeah. Rücken gang og læg fokus andre steder. Jeg ved ikke, hvor den er henne nu. Åh! Oh. Hold kæft, man. Jeg skal beholde kamera 2's billede der. De der laserfiser skal holde lidt op. Ja, ja. Jo. Bed den lige at komme tilbage igen, Erling. Ja. Ja, tak, Peter. Og Erling, råb til de der laser... Folk foran kamera 2, altså jeg skal have billedet, jeg skal ikke komme videre, når de er bagud allerede. Ja, det er klart. Tina, du kan godt optage det der mixet signal, ikke? Så laver vi en prøveoptagelse. Erling? Vi laver lige en prøveoptagelse. Jeg tror nok, Skive, det går sådan. Det kan godt være, at vi skal køre lidt længere ind, så vinkel på rampen. Ja, så bliver den endnu stejler, ikke? Jo. Så, ja, det kan godt være. Jeg har prøvet det en gang. Thomas, if we just put the lights only from the front, so we don't light all the other things out there. Leif, hvis du går lige hen med kamera 2, men tæt dig ikke på kameraen og bare prøv at skifte fokus en gang på den der. Ja, jeg tager lige telefonen på. Ja. Nu har jeg... Jørgen? Ja? Ja, nu, du kan lige hjælpe lidt med hvad er det, sebappen bliver ramt der af en lampe, det kan man måske lige komme af med, ikke? Vi prøver. Ja, og så optager jeg noget maske, så får vi det væk i redigeringen, ja. Tror jeg. Du løber frem og tilbage mellem kontrolrum og studio 300-400 gange om dagen. Du kan mærke de ben, men ellers ikke noget. Man läuft 300-400 Mal zwischen dem Studio und der Regie hin und her. Konzentrationsmäßig. Das geht auf die Beine. Aber das merke ich eigentlich gar nicht. Die Belastung ist mehr mental, konzentrationsmäßig. Wenn man nach Hause kommt, ist man total ausgebrannt. Ich kann keinen Augenblick entspannen, weil die ganze Kommunikation über mich läuft. Ich bin das Nervenzentrum und meine Ohren gehen ständig in alle Richtungen. Was hat die Beleuchtung gerade gesagt? Und wer hat jetzt schon wieder ein Problem? Und dann rennt dieser Tänzer mit einem Nervenzusammenbruch weg. Also nach 10 oder 12 Stunden, hier ist man wirklich geschafft. Dies ist meine 60. Produktion. Ich zähle nur die Ballettproduktion wohlgemerkt. Und natürlich ist jede Produktion anders. Bei jeder lernt man etwas dazu. Und einerseits ist die angesammelte Erfahrung wie ein Bankguthaben, auf das man jederzeit zurückgreifen kann. Aber andererseits gibt es immer wieder neue Überraschungen. Die Erfahrungen kannst du zeigen. Ja, die klar. Die blieb auf der Hand wie so ein Bankkonto, wo man kann gut zurück oder hieven oder fremden. Also da kommen Überraschungen. Also hier, for example, bei dieser Produktion zum Beispiel arbeiten wir zum ersten Mal hier bei uns mit den sogenannten Panispots. Wir produzieren damit Bilder auf die Schwanenflügel. Noch sind sie nicht eingerichtet und die Spiegel funktionieren noch nicht. Diese brauchen wir, weil wir keinen so tiefen Raum haben wie auf der Bühne. Die Projektionen verlaufen zu den Spiegeln und dann zurück auf die Flügel und werden von einem eigenen Computer gesteuert. Da stecken unheimlich viel Unbekannte in der Rechnung. Und das macht einen wahnsinnig nervös. Denn was passiert, wenn es nicht funktioniert? Und da warten 24 Schwäne plus Natascha und Peter Schaufuss. Jeder Leerlauf hier kostet unglaublich viel Geld. Ist die ich fungiere? Oder wenn da 4 Typen Schwäne plus Natascha plus Peter Schaufuss, die kostet utrolig mange Penge. Ob ist die ich fungiere? Wie komme ich gang? Das ist so belastend, dass ich oft nachts nicht schlafen kann. Und der folgende Tag wird ja davon nicht besser. Aber das alles zu erklären, ist viel zu kompliziert. Det er sådan noget, man ikke kan forklare. Do you get any impression of the television producer and director Thomas?
Oh, not so much. Every once in a while, you get to take a peek at him, and he's a very professional man, and I think he cares a great deal. He's very, in one sense, businesslike. He has to run a schedule, and he likes to get things done, and he's very intense. Auf die Frage nach ihrem persönlichen Eindruck von Produzent und Regisseur Thomas Grimm erzählt Evelyn Hart zunächst, dass sie insgesamt wenig direkten Kontakt mit ihm habe. Der erste Eindruck sei der von seiner Professionalität und seiner Arbeitsintensität, dass er einen Zeitplan einhalten, aber gleichzeitig auch seine Mannschaft bei Laune halten muss. Nur gelegentlich, sagt sie, gibt es kleine persönliche Begegnungen, bei denen man spürt, dass er ganz innen drin das absolut Beste für einen will. Dass ihn dieselbe Erregung und Wärme und Großzügigkeit erfüllt wie jeden Künstler. Und man fühlt sich sehr sicher in seiner Hand, weil man weiß, er wird das absolut Beste herausholen, das möglich ist. You feel very confident in his hands, knowing that he's going to create the best possible. Absolutely. Too much, no. Come in a fraction. All right, and then a little back. Andrew, back a bit. All right. Not you, Brenda, just Andrew. But it's okay, that guy? The boys should go off. The boys should go off, because they then go back to collect the other court ladies. But how are we going to do that? Because they can't go behind. They can't? Well, no, but we'll... We'll cut my bed. This is where the effect changes with the extra. So they're not looking to know. No. But you could have them there. Hold on. Let's hear us, sir. Because the girl is going to link up with the ambassador. Please get ready for the case. Yeah. There was a little problem with him coming from the stairs. All right, I don't know. No, I don't know.
Yeah. Oh, who's he going to call the bay, Han? But I'd... Oh, you see, no, okay. It's okay. Go! Da-da-da-da-da-da-da-da! Horst Orne! Und man kann Klippen zusammenzählen in Wilsendet, ja. Hier werde ich gefragt, was das größte Problem mit diesem Schwanensee ist. Ich habe geantwortet, dass die Frage, ob er hinterher überhaupt zu einem sendbaren Programm zusammengeschnitten werden kann. Wir haben unsere gesamten Drehpläne 4 oder 5 Mal umschmeißen müssen. Angefangen haben wir mit einer Ballerina, die sagte, sie kannte die Partie. Aber 3 Tage vor Drehbeginn hat sie uns sitzen gelassen. Die neue Ballerina kommt aus Kanada, konnte aber erst am 4. Drehtag hier sein. Also mussten wir inzwischen andere Sachen drehen. Ein Stückchen hier, ein Stückchen da und ein Stückchen aus der Mitte. Also nur leer wie ein Stück hier, ein Stück der, ein Stück die Mitten. Also der ja, die Skala. Also erst beim Schnitt werden wir sehen, ob die Anschlüsse noch stimmen. Die Beleuchtung, die Bilder, die Übergänge. So die Primal spenden. Plus hat Nataschas Idee mit Rotbart sam also hele Zeit Ducker ab von Stors Skärm. Und dann Nataschas Idee für Rotbart. Im Theater erscheint er auf einer großen Rückprojektion. Aber so etwas haben wir hier nicht. Und jetzt habe ich ihr versprochen, beim Schnitt zu zaubern. Ich weiß nur noch nicht wie. Mal sehen, ob ich mein Wort halten kann. Aber ich denke schon. Ja, ich prüfe. So, jetzt die mal spenden. Also, am Büro kann das er gehören, ich anlobe. Natascha. Men jeg tror på det. Kan du komme endnu lidt stejlere, Knud? Hør bare videre. Og kig ned til kameraen. Nu kommer du lidt for skort. Han hænger lidt for skæv nu i billedet. Du tager rigtig op med kameraet. Ja. Nej, det er godt klart en gang til. Og så kig, prøv at kigge direkte ned til Knud i kameraen, altså ja. Med hovedet, så den rigtig kigger ned. Ja, okay. Hold kæft, Kim. Wait for me.
Sie mache jetzt schon 2 Stunden an diesen Schuhen herum, um sie in die richtige Verfassung zu bekommen, sodass sie sich sicher und vergleichsweise schmerzfrei fühlen kann darin, erzählt Evelyn Hart, die Ballerina von den Ufern des Assiniboine River in der kanadischen Provinz Manitoba. Much more difficult than our usual routine. You find, though, that dancers being disciplined that they are, having the discipline that they have, they... Trotz aller Disziplin, die Tänzer haben, sagt Evelyn Hart, braucht man jedes Mal seine Zeit, um sich auf veränderte Umstände einzustellen, weil es ja eine emotionale Umgewöhnung unter äußerer Belastung ist, wie hier unter den Perfektionszwängen des Fernsehstudios. And you know, it's always, there's always pressures in whatever situation, especially in a television studio where you're trying to get the absolute perfection of movement. Evelyn Hart wird gefragt, wie viel Schuhe sie hier verbraucht. How many shoes do you wear? I've been wearing a lot of shoes here, especially because... Eine ganze Menge, sagt sie, denn vor allem gegen Nachmittag wird es in der Dekoration unter den Scheinwerfern sehr, sehr heiß. Und dann fängt der Boden an, die Hitze aufzunehmen und zurückzustrahlen. Und dann entsteht eine Situation, in der man nicht nur selber schwitzt und ohnehin eine ganze Menge Flüssigkeit durch den Fuß in den Schuh hinein abgibt, sondern die Hitze der Scheinwerfer auf dem Boden und die Hitze des Bodens seinerseits bringen den Schuh, bringen diese Röhre aus dieser Mischung von Leder und Pappe buchstäblich zum Schmelzen. Und auf einmal sind 3 oder 4 Paar Schuhe pro Solo hinüber, mit allen Takes natürlich. Und das ist einer der Gründe, weshalb meine Füße so wund sind. Das ist sonst nicht so. Eines der Dinge, die die Arbeit hier schwieriger machen. Die Schuhe zum Beispiel, die ich gestern vorbereitet habe für heute, sind nicht wirklich gut genug, sind zu weich. Also muss ich neue Schuhe anziehen. Aber bei neuen Schuhen ist es immer schwieriger, die Art von Kontrolle zu finden, die man braucht in den Füßen. Und die Sicherheit, um locker sein zu können. An einem Tag, sagt Evelyn Hart, habe ich mal nachgezählt, da stand ich 10,5 Stunden auf Spitze, was unglaublich ist. Normalerweise kommt man, wenn man Vorstellung hat, auf 3-4 Stunden pro Tag, aber nicht auf 10,5. Und es ist nicht so schlimm, das einmal zu machen. Der nächste Tag ist die harte Seite der Medaille. Und man steht immer ein bisschen unter Druck, weil die Kamera da ist und das Licht und das Team. Zeit ist Geld, im Fernsehen jedenfalls. Es muss gemacht werden. Kein Gedanke daran, es auf morgen zu verschieben. Auf dem Drehplan steht im Augenblick der Gipfel der technischen Virtuosität für jede Ballerina, nämlich der 3. Schwanenseeakt mit dem Auftritt des schwarzen Schwans Odile mit seinen notorischen, gefürchteten, bejubelten 32 Fouettés. Manchmal, sagt Evelyn Hart, weiß man auch einfach nicht, woran es liegt, an den Umständen oder an den eigenen Nerven oder schlicht an der Tatsache, dass man sehr, sehr erschöpft ist. 32 Fouettés sind nicht gerade was, nachdem man lächelt. Und noch weniger die Vorstellung heute nochmal, 32 Mal, doing, doing, doing. Aber es wird geschehen und ich hoffe, es kommt gut raus auf dem Bildschirm.
Ich sehe es auch von der Seite, meint Evelyn Hart, dass ich bisher nie eine so ausgedehnte Gelegenheit gehabt habe für eine Arbeit an einer Rolle. Oh, am I on? Because you went da-dum, da-dum, da-dee, da-da-da-da. Weird. Maybe they slipped me into the other tape on. I wonder. They can always clip and cut, huh? Your last butchers are really good, you know. The last ones are better, huh? Yeah, they're much better. Well, and it's hard to talk and try this thing in back front, and that helps. Because then it puts your mind on, yeah, it puts your mind on something else. Im Nachhinein denkt man in Wirklichkeit nicht mehr an die langen Stunden und die bunten Szenen. Und wenn doch, dann lacht man darüber nach dem Muster, weißt du noch, damals. Man erinnert sich vielmehr an die lustigen Augenblicke. Es ist eine positive, eine sehr warme Erinnerung. Man ist reicher geworden. Viel reicher, als man vorher jemals gedacht hätte. Zum Beispiel gestern, als Natascha Makarova an meinem Kostüm genäht hat, da war für mich, sogar geweint hat. Das war so wunderbar. Das hätte ich mir niemals träumen lassen und ich denke, das könnte auch nirgendwo anders so geschehen. Und ich werde es niemals vergessen, mein ganzes Leben lang. Mein Gott, was für eine Frau und so uneigennützig und ganz für mich da. Wissen Sie, das Geld, das man dafür bekommt, ist nicht wichtig. Sogar der Film selbst ist nicht wichtig letzten Endes. Ich meine für mich persönlich als die ausführende Künstlerin. Es ist der Augenblick oder die Augenblicke, durch die ich gehe, wenn es geschieht, wenn es entsteht, die Zusammenarbeit, das ist das Wichtige. Even the film itself isn't important in the end. I mean, for me, for the actual artist, I think it's the moments that you go through creating and working together, that really, really are truly special.